Guten Tag, meine Damen und Herren. Im heutigen Guide geht es um die Legende Wraith. Wie man sie spielt und wie man sie auch besser spielen könnte, falls man sie falsch spielt. Diese Legende hat drei Fähigkeiten. Eine passive, eine taktische und eine ultimative. Wir beginnen zuerst mit der passiven Funktion. Die passive Funktion ist eine Warnung an eure Mitspieler, wenn ihr dabei beobachtet werdet von einem Feind, während ihr jemanden finisht. Diese Anzeige bekommt ihr eingeblendet, während ihr jemanden finisht. Da steht dann H, die Leute warnen, also deine Mitspieler warnen. Und die Mates bekommen dann, sofern man das drückt, angesagt, dass da gerade jemand in der Nähe ist. Unter anderem auch, was es ist, also Sniper oder so. So viel zu ihrer passiven Fähigkeit. Kommen wir nun zur taktischen Fähigkeit. Die nennt sich In die Leere. Wenn ihr Q drückt, dann könnt ihr für ein paar Sekunden so gut wie unerkannt und vor allem unbesiegbar eure Position verändern. Ihr seid dabei nicht komplett unsichtbar, man könnte es meinen, aber man hat einen kleinen Dunstschleier, den man hinter sich herzieht. Das heißt, die Gegner können schon sehr wohl erkennen, ob ihr gerade direkt auf sie zurennt, beziehungsweise ob ihr gerade an ihnen vorbeirennt, wenn ihr close an ihnen dran seid. Wenn ihr aber hingegen von weiter weg irgendwo rumlauft oder sogar irgendwo im Hintergrund jemanden versucht zu umlaufen, dann ist diese Fähigkeit natürlich perfekt genutzt, weil auf die Entfernung kann man nicht sehen, ob da jetzt jemand rumtingelt oder nicht. Während diesem Lauf durch die Dunkelheit seid ihr wie gesagt unbesiegbar. Auch wenn die Leute auf euren Schleier schießen, passiert euch nichts. Ihr könnt während diesem Lauf keine Spieler sehen, keine Gegner und auch nicht eure Mates. Das heißt, es könnte passieren, dass ihr diesen Walk benutzt, um halt irgendwo hinzurennen. Dann seid ihr wieder da, in der normalen Welt, und vor euch steht ein Feind. Ihr und auch der Feind werdet wahrscheinlich ziemlich schockiert sein, dass man plötzlich so aufeinander steht, und da muss man halt dran. Man sieht zwar manchmal so komische kleine Figuren in diesem dunklen Walk, aber das ist einfach nur eine Verschleierung, also das zeigt nicht wirklich jemanden an. Auf sowas solltet ihr auch nicht drauf zulaufen. Was ihr aber machen könnt, ist, dass ihr eure Mates darum bittet, dass sie, während ihr da drin lauft, den Gegner durchgehend anpinkt mit F oder halt mit Doppelmausrad. Also, dass ihr durchgehend gezeigt bekommt, wo sich der Gegner gerade befindet. Denn diese Anzeigen der Mates könnt ihr auch in diesem dunklen Lauf sehen. Die Geschwindigkeit des dunklen Laufs hängt davon ab, wie ihr halt gerade losrennt. Das heißt, wenn ihr am Sprinten seid und diesen dunklen Walk anschaltet, dann seid ihr recht fix. Wenn ihr aber kurz davor gestunt werdet und diesen dunklen Lauf dann anschaltet, dann bleibt ihr gestunt. Also dann lauft ihr mit der gleichen Geschwindigkeit weiter. Darum solltet ihr darauf achten, dass ihr diesen Lauf auch früh genug anschaltet, wenn ihr zum Beispiel gerade von einer Granate flüchten wollt oder vor so einem Wurfstern. Mit diesem Walk könnt ihr euch perfekt an Gegner heranschleichen. Ich habe vorhin erwähnt, dass man zwar auf Close Range sehen kann, dass ihr kommt, aber man kann es halt auch nur sehen, wenn man da auch gerade hinguckt. Das heißt, der Gegner muss schon einen gewissen Fokus haben oder eben zumindest einfach Glück haben, dass er gerade da hinschaut. Des Weiteren könnt ihr die Fähigkeit aber auch dazu nutzen, um aus Gefahrensituationen hinauszulaufen. Und ich denke, dazu benutzen die meisten die Fähigkeit dann doch eher. Sprich, ihr lauft gerade irgendwo rum durch die Wildnis und werdet auf einmal beschossen und wisst nicht, woher der Beschuss kommt. Was macht ihr? Ihr hämmert einfach auf Q und rennt davon. Der Gegner wird dann gar nicht großartig sehen können, wohin ihr rennt, vor allem wenn er halt weiter weg steht. Das heißt, ihr schleiert euch einfach davon in diesem dunklen Walk und seid erstmal wieder safe. In diesem Walk könnt ihr natürlich auch diesen ganzen Schotter wie Rutschen und so weiter machen, also nutzt es auch aus. Ihr könnt euch auch irgendwo hochziehen oder irgendwo drüber klettern. Ihr könnt mit dieser Fähigkeit also einfach sehr schnell verschwinden. Die letzte Fähigkeit ist die ultimative Fähigkeit. Da könnt ihr zwei Orte mit zwei Portalen verbinden. Die Portale halten 60 Sekunden und lösen sich dann einfach auf, also verschwinden. Ihr startet das Portal und lauft dann los. Ihr könnt das Portal entweder jederzeit loslassen oder so lange laufen, bis diese Portalenergie ausgelaufen ist. Und dann setzt sich euer Portal, also das zweite, automatisch dahin, wo eure Energie aufgehört hat. Ihr könnt das Portal aber auch einfach in kürzere Distanzen aufbauen, indem ihr dann einfach Linksklick drückt und schon habt ihr das zweite Portal gesetzt und könnt nun von Punkt A zu B bzw. von Punkt B zu Punkt A. Was ganz wichtig ist, ist, dass ihr diese beiden Fähigkeiten, also die Ulti und die taktische Fähigkeit, verbinden könnt. Das heißt, ihr legt am besten auch die Waffe aus der Hand. Wenn ihr zumindest so ein bisschen abschätzen könnt, dass ihr in einen sicheren Bereich rennt, dann lauft ihr schon mal am schnellsten. Wisst ihr ja Bescheid, auf 3 drücken, Waffe ist weg und dann rennt ihr halt am schnellsten. Dann drückt ihr auf Y für das erste Portal, also für eure Ulti, und dann drückt ihr auf Q. Oder ihr drückt dann im gewissen Moment auf Q, denn so rennt ihr am schnellsten und vor allem seid ihr unbesiegbar und so gut wie unsichtbar. So könnt ihr das Portal sehr leicht ein Stück weiter wegsetzen, ohne dass die Feinde irgendwas davon überhaupt mitbekommen. Diese beiden Portale an sich dienen nicht nur für eure eigene Bewegung, sondern die Feinde können diese Portale auch nutzen. Das heißt für euch, dass ihr die Feinde auch einfach locken könnt. Ihr macht ein Portal passend irgendwie zu den Feinden hin, zieht euch dann wieder durch euer Portal zurück oder rennt halt einfach davon und dann hofft ihr darauf, dass die Feinde das Portal nutzen. Ich habe es selbst als Nicht-Wraith-Spieler schon oft benutzt, also die Portale der Feinde. Leider fällt es meistens eher negativ aus, denn wenn man durch das Portal durchkommt, dann schaut man am Ende in eine gewisse Richtung. Immer, egal wie rum du reinläufst ins eine Portal, du kommst beim anderen immer gleich ausgerichtet heraus. Du als Portalersteller kannst zwei Portale erstellen und weißt halt auch, wo vorne und hinten ist, kannst dich also einfach hinter das Portal stellen und warten, bis jemand durchkommt und ihn dann einfach umpusten. Bereits genockte Mates von euch können sich auch durch das Portal begeben, um sich halt dann dadurch in einer sicheren Position wiederbeleben lassen zu können. Man kann keine Objekte durch dieses Portal durchschieben und wenn man sich gerade heilt oder eben die Schilde auffüllt, dann wird das auch abgebrochen. Ihr könnt dann nicht einfach durchschlawinern, wenn ihr irgendwas macht. Und was essentiell wichtig ist an der Stelle, ist, dass wenn ihr euren dunklen Walk macht als Wraith, dann könnt ihr auch nicht dadurch. Das ist mir gerade heute aufgefallen, das wusste ich davor nicht.
Ich wollte mich da schnell reinretten und siehe da, ich renne einfach durch mein eigenes Portal durch, weil ich gerade noch in diesem dunklen Walk bin. Zum Ende hin lässt sich also sagen, dass man mit Wraith auf jeden Fall auf nahe Distanz spielen kann und auch sollte. Man kann aus Situationen, in denen es dann doch zu heikel wird, einfach entfliehen, indem man sich unsichtbar macht und davonrennt. Man kann seine Mates mit den Portalen supporten und kann möglicherweise auch den Feinden Fallen stellen. Wirklich ein sehr schöner Charakter, ist jetzt bei mir nicht unbedingt auf Platz 1 der Lieblingslegenden, aber auf jeden Fall eine schicke Truller, kann man nicht sagen. Ich versuche diese Guide so kurz wie möglich zu halten, weil ich genau weiß, wie abgefuckt jeder ist, wenn man sich geschwind mal was angucken möchte, einfach nur mal kurz eine Erklärung hören möchte und dann hat man da so einen 20 Minuten Wäscher. Ich hoffe, das ist auch ganz in eurem Sinne. Vielen Dank für eure Likes, vielen Dank für eure Kommentare. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao.